Bitte? Ah, wir spielen Blamieren und Kassieren. Dann brauchen wir aber noch Elton dazu, oder? Elton! Klasse! Hallo! Hallo Köln! Schönen guten Abend! Dankeschön! So! Oh, ich glaube, ich muss mal auf Toilette. Mach mal kurz weiter. Ja, gehen wir auf Toilette und ich zeige Ihnen, was wir demnächst wieder Großes die Gurke war haben. Okay. Bitte? Achso, welche Gurke? Hier, Klitschko oder? Nein. Was machen wir denn demnächst wieder? Vitali, der Elton hat Gurke zu dir gesagt. So, und jetzt kommen wir zum Joschka. Herzlich willkommen, Joschka. Joschka hat schon zweimal den Stefan geschlagen. Knapp. Ja, aber egal. Gewonnen ist gewonnen. Ja, ja. Und wir fangen gleich an, denn ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil die Foo Fighters ja da sind. Ja, also du bist großer Fan auch. Ich bin sehr großer Fan. Nicht immer in der ersten Reihe. Ja. Bei jedem Festival. Stimmt. Jetzt am Sonntag auch wieder. Aber egal, jetzt fangen wir an mit Frage Nummer 1. Gesucht ist ein berühmter Mann, zu dem folgende Beschreibung passt. Er spielt zwei Instrumente, Gitarre und Saxophon. Er wiegt etwa 111 Kilo, also so wie ich. Trotz seines Gewichts bewundern ihn die Menschen wegen seiner Sportlichkeit, so wie bei mir. Er spielt im Verein und ist sogar Profisportler. Sein Trikot trägt die Nummer 41. Dirk Nowitzki. Jawohl! Geht wieder gut los. Frage Nummer 2. Ich dachte, er ist 110 Kilo, da kann er nur ein Dicker sein. Wie soll der, aber der kann Saxophon spielen? Tja. Bundesaußenminister Guido Westerwelle begab sich am Pfingstwochenende zu einem Blitzbesuch nach Libyen, um vor Ort den Übergangsrat der Rebellen als die legitime Vertretung des libyschen Volkes anzuerkennen und ihm die Unterstützung Deutschlands zu versichern. Wie heißt die Stadt? Benghazi. Ja, das ist auch richtig. So flott kann es weitergehen. Wie heißt die Stadt, in der sich, Gaddafi aufhält? Hätte, hätte, Fahrradkette. Frage Nummer 3. Guido Westerwelle trat diese gefährliche Mission aber zum Glück nicht alleine an. Dirk Niebel. Ja, Wilgos Helfer war auch mit dabei. Ich muss auch mal zocken. Ja, wirklich Speed-Quiz heute hier. Frage 4. Wenn einer da ist, der auch so schnell drückt, dann muss man halt immer zocken. Hätte auch sein können, dass, weiß ich was. Wer flog das Flugzeug? So, pst. So, ein Pilot. Facebook geht angeblich nächstes Jahr an die Börse. Ah. Und wenn ihr drückt, brauche ich sofort eine Antwort. Experten schätzen den Wert des Unternehmens auf. Ich weiß die Zahl. Willst du die Zahl jetzt wissen? Jetzt hast du gedrückt. Experten schätzen den Wert des Unternehmens. So, 5. Auf 1 Milliarde. Auf 100 Milliarden. 3, das ist ein totaler Wahnsinn. 2, auf 100 Milliarden, das habe ich heute gelesen. 1. Und was ist deine Antwort? Wahrscheinlich hättest du jetzt gesagt, was die Experten schätzen den Wert auf 100 Milliarden. Wie viel Nullen? Das könnte sein. So, komm, ich. Also, du hast gedrückt, ich habe gesagt, sofort nicht, eine Antwort. Die, du hast, heißt, ich habe gesagt, heißt diese Geste, sofort eine Antwort. 5, heißt diese 4, Geste? 3, 2, 1. Heißt, wenn diese keine Geste, Antwort. Moment, doch, 100 Milliarden. Nein, 100 keine Milliarden, Antwort. Doch. Punkt für Joschka. Nix. Nein, was soll das denn? So. Ey, das ist ohne Scheiß. Wenn du eine ganz klare Ansage machst, dass auf eine Frage, dann musst du zumindest mich noch antworten. Ich will jetzt hier nicht diskutieren, ich habe gesagt, Milliarden ist die Antwort. Das ist eh falsch. So. Wie viele Nullen stehen bei 100 Milliarden? Ey, das ist unverschämt. Damit gehe ich vors Gericht, das schwöre ich dir. Ich brauche aber sofort eine Antwort jetzt. 5. 8 ist falsch. Was ist denn hier los? Mal, ey, ohne Scheiß, das sind 2 Punkte für mich. Nein. Ja, weil eine Milliarde hat 9 Nullen, dann haben 100 Milliarden, haben dann 11 Nullen. So, 11 die Antwort. So. Ey, Elton, ohne Scheiß, damit gehe ich vor Gericht. Da gehe ich vor. Ich sag, kann das sein, dass ich da dachte, oh, mal echt ohne Scheiß. Geht hier zwar um nichts, aber verarschen kann ich mich selber. So.
Apropos 11 Nullen. Der FC Bayern hat die letzte Saison vergeigt und ist gerade mal Dritter geworden. Kein Wunder, dass da keiner mehr spielen will. Zum Beispiel Miroslav Klose. Zu welchem Club? Lazio Rom. Ja, das ist richtig. Oh. Hey. Das schaue ich mir in Zeitlupe noch mal an. Das ist Gleichstand. Frage 6. Boah, das war total link von dir, ey. Heute findet in New York am Broadway die Weltpremiere des teuersten Musicals aller Zeiten statt. Von den Abenteuern welches Comichelden handelt das Stück denn? Fünf. Da gibt's mir zu viele. Vier. Drei. Eins. Aus. Es wäre Spider-Man gewesen. Frage Nummer 7. Die Europäische Kommission hat sich für die Aufnahme eines weiteren Landes in die EU ausgesprochen. Welcher? Kroatien. Richtig! Kroatien soll aufgenommen werden. Frage Nummer 8. Wie heißt... Eigentlich habe ich 2 Punkte mehr. Wie heißt der unmittelbare Amtsvorgänger des neuen Bundestrainers Martin Heuberger? Brandt, Heiner Brandt. Ah, ja, auch wieder. Richtig! Ah. Jetzt wird's eng, Herr Raab. Ah, hängen wir auch nicht. Frage Nummer 9. Also eigentlich ist jetzt unentschieden im Moment, weil ich jetzt nicht weiter. Das Zeitalter der Space Shuttles neigt sich dem Ende entgegen. Kürzlich kehrte die US-Raumfähre Endeavour letztmalig zur Erde zurück. Wohin? Meinst du, wie das heißt, wo die gelandet ist? Was meinst du? Du hast gedrückt, ich brauche jetzt eine Antwort. Ja, Endeavour, Cape Canaveral, da landet die immer. Aber was soll denn sonst die Frage sein? Kehrst du es für eine Erde zurück? 5, 4, Cape Canaveral. 3, 2, ich sag Cape Canaveral. Ist falsch. Mann! Du kannst dir die Frage noch zu Ende anhören. Wollen amerikanische Astronauten zur ISS reisen, müssen sie demnächst bei den Russen mitfliegen. Baikonur. Wie heißen sowohl die Raketen als auch die Raumkapsel, mit denen die Russen zur ISS fliegen? Musst du nichts sagen. Hör nicht dahin. Ach, Baikonur ist eh falsch. Aber das ist davon da, wo sie starten, ist Baikonur. Sag eh nichts. Komm, nächste Frage. Doch, ich weiß es. Und zwar mit Boah, ist das ein Chaos. Sojus. Die Frage ist geschlossen. Sojus. Richtig? Sojasprossen. So, Frage ist, Nummer 10. Ist Sojus richtig? Sojus wäre richtig. Ja, gut. Mann! Heute ist aber ärgerlich, ey. Hat überhaupt irgendjemand noch einen Durchblick, wie es überhaupt steht? Ja, auch mal. Du führst, glaube ich. Du führst, glaube ich. So. Das, was da steht, vergessen Sie das. Ihr habt es alle mitbekommen. Anfang dieses Monats erfolgte das Aus für 9 Live. In Gedenken an diesen tollen Sender stelle ich euch diese Aufgabe. Nennt mir einen weiblichen Vornamen mit genau 3 A. Barbara. Ja, richtig. Hilft aber nicht viel. Ja, weil du mich beschissen hast. Joschka. Hast du aber durchgehabt heute. So, hier, 200. Danke. Bis zum nächsten Mal. So. Bodenlose Frechheit. Hab ich rein. So. Du setzt dich jetzt ins Publikum, bitte. Du bist ja auch Foo Fighters-Fan, oder? Darf ich? Ja. Wo sitzen die denn hier? Dann setz ich mich mal hier dazwischen. Da vorne. Du bist ja Foo Fighter-Fan, genau. Deswegen darfst du das jetzt angucken. Ein Essen mit dir, ein interessantes Gespräch, das wünsche ich mir.